Wahnsinn. So. If we want to remain inconspicuous, we'd better disguise ourselves. Ne. Wir müssen uns verkleiden, damit wir kein Aufsehen erregen. Warte mal. If we want to remain inconspicuous, we'd better disguise ourselves. Kann ich den Hammer mitnehmen oder den Dolch hier? Was haben wir denn? Was ist denn hier? Oh, look. You can see here which employees are off or sick. Oh, good. Let's send them a get well card. Actually, no. I'm thinking we can use this information to pick a disguise. Brilliant. All we need to do is figure out who's not here today. Aha, wir müssen herausfinden, wer gerade nicht hier ist. Aufgrund von der Vernachlässigung der Sicherheitsbestimmung suspendiert. Sicherheitsberechtigung zurückgezogen. Klärt reichliche Angelegenheit im Rathaus. Nimmt an, dass es den ganzen Vormittag dauern wird. Thomas muss zum Flughafen gefahren werden. Er holt Ellen ist das, ne? Genau, Ellen im Krankenhaus. Man kann es kaum lesen. Kommt mittags zurück, bringt Rose Blumen. Wurde schwer verletzt, als William seinen Hammer fallen ließ. Nach London abgerufen. Abreise heute. Nach London abgerufen. Abreise heute. Das heißt, Thomas muss zum Flughafen gefahren werden. Er holt Ellen im Krankenhaus ab. Wurde schwer verletzt. Ellen wurde also schwer verletzt mit dem Hammer. Würde ich jetzt mal behaupten. Wie kann ich denn... So, Ellen. Wurde schwer verletzt, als William seinen Hammer fallen ließ. Aufgrund Vernachlässigung der Sicherheitsbestimmung suspendiert. Sicherheitsberechtigung zurückgezogen. Klärt rechtliche Angelegenheiten im Rathaus. Nimmt an, dass es den ganzen Moment dauern wird. Thomas muss zum Flughafen gefahren werden. Er holt Ellen im Krankenhaus ab. Kommt mittags zurück, bringt Rose Blumen. Boah, das ist ja gar nicht so einfach. Oh Gott, da muss ich jetzt erstmal selber gucken. Warte mal. Thomas muss zum Flughafen fahren. Er holt Ellen aus dem Krankenhaus ab. So. Kommt mittags zurück, um Rose Blumen zu bringen. Oder bringt Rose Blumen. Nach London abgerufen. Reist heute ab. Ja, die anderen weiß ich gar nicht. Also das ist so ein bisschen, ist ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Die Frage ist, wurde schwer verletzt, als William seinen Hammer fallen ließ. Ellen wurde schwer verletzt. William hat den Hammer fallen lassen. Kann es sein, dass William dann aufgrund Vernachlässigung der Sicherheitsbestimmung suspendiert worden ist? Klärt die Angelegenheiten im Rathaus, nimmt an, dass es den ganzen Vormittag dauern wird. Kommt mittags zurück, bringt Rose Blumen. Kann das sein, dass Rose vielleicht nach London abgerufen worden ist? Und dass sie Blumen dann kriegt? Von, keine Ahnung, von den anderen beiden? Ich guck mal wegen Brian vielleicht. Und hier, ist das richtig? Das ist nie im Leben richtig. Kann ich das irgendwo noch nachlesen? Oder vielleicht nochmal irgendwo anders? Ich darf bestimmt nicht hier lang, oder? Doch. Okay, das sind die einzigen Hinweise, die wir haben. Sonst nichts. Ich guck nochmal eben, ob ich hier irgendwas finde. Anscheinend ist hier... Anscheinend kommen wir auch gar nicht... Hier sieht's aus wie ein kleines Mini-Rätsel mit dem Kran. Anscheinend ist hier sonst soweit... Soweit nischt. Was haben wir hier? Huch. Okay, hier komme ich nicht lang. Hier auch nicht. Hier, ja. So, was haben wir hier? Kann ich hier irgendwas tun? Ich muss mich noch etwas umsehen. Mhm. Okay, die Frage ist, wonach müssen wir uns noch umsehen? Hier komme ich gar nicht hinter. Da komme ich nicht rauf. Da ist er so zu behäbig für. Und hier komme ich nicht lang. Okay, das heißt, ich glaube, wir müssen erst das Rätsel mit den
mit der Krankmeldung lösen. Ich frage sie nochmal, hat sie noch irgendwas zu erzählen? Keine Zeit für Schwänzen. Ich habe gerade was anderes gelesen, aber okay. Ja, dann scheint das ja doch nicht richtig zu sein, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas muss zum Flughafen gefahren werden. Er holt Adam aus dem Krankenhaus. Das müsste doch hier sein, oder? Warte mal, Thomas muss zum Flughafen gefahren werden. Er holt Adam aus dem Krankenhaus ab. Kommt mittags zurück und bringt Rose Blumen. Das kann aber auch hier sein, dass Thomas hier erst mittags zurückkommt. Dass Thomas da ist und dann Rose Blumen bringt. Wurde schwer verletzt, als William seinen Hammer fallen ließ. Ich würde sagen, William wurde suspendiert, oder? Wegen Sicherheitsbestimmungen. Aufgrund von Vernachlässigung der Sicherheitsbestimmungen suspendiert, Sicherheitsberechtigung zurückgezogen. Klärt rechtliche Angelegenheiten im Rathaus, nimmt an, dass es den ganzen Vormittag dauern wird. Nach London abgerufen, reist Abreise heute. Ich mach nochmal anders. Ich leg die nochmal weg. Also, fangen wir nochmal von vorne an. Also, es ist ja irgendwas passiert. Also, wurde schwer verletzt. Wer wurde denn schwer verletzt, als William den Hammer fallen ließ? Wir wissen auf jeden Fall, Thomas muss zum Flughafen gefahren werden. Er holt Alan aus dem Krankenhaus ab. Also ist Alan derjenige, der verletzt worden ist, würde ich jetzt behaupten. Alan, so. William hat den Hammer fallen lassen. Ne? So. Thomas muss zum Flughafen gefahren werden. Er holt dann Alan ab. Kommt mittags zurück und bringt Rose Blumen. Klärt Angelegenheiten im Rathaus, nimmt an, dass es den ganzen Vormittag dauern wird. Kann es sein, dass nach London abgerufen... Achso, reist heute ab. Kann es sein, dass William hier unten nach London abgereist, dass er... Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weil oben steht ja aufgrund von Vernachlässigung der Sicherheitsbestimmung suspendiert. Sicherheitsberechtigung zurückgezogen. Das heißt, hier muss derjenige stehen, den wir dann ersetzen quasi. Deswegen kann William, glaube ich, da unten gar nicht richtig sein. Vielleicht Thomas zum Flughafen, oder? Aber er holt ja nur Alan ab. Ich bin so ein bisschen ratlos. Kommt mittags zurück und bringt Rose Blumen. Thomas muss zum Flughafen gefahren werden. Er muss zum Flughafen gefahren werden. Er ist ja nicht selber gefahren, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Kommt mittags zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass Thomas auch die Blumen bringt. So. Aber wer fährt ihn denn zum Flughafen? Und wo ist Rose? Rose vielleicht diejenige, die nach London abgerufen worden ist? Kann das sein? William wurde suspendiert. Und einer von den beiden hier, Brian, ja, und Catherine, oder Katharine, muss zum Flughafen gefahren werden. Dass es den ganzen Vormittag dauert im Rathaus, dass vielleicht Brian im Rathaus, Katharine da, die beiden tauschen vielleicht. Katharine da, Brian da. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob wir irgendwie hier was angezeigt bekommen, wenn das richtig ist. Das weiß ich natürlich nicht, ob wir einen Hinweis bekommen. Warte mal. Ganzen Vormittag. Den Vormittag. Klärt Angelegenheiten im Rathaus, nimmt an, dass es den ganzen Vormittag dauert. So, wenn der bis zum Vormittag dauern wird, kommt der dann zurück, dass er mittags Rose Blumen bringen kann. Ist es vielleicht Thomas, der hier... Nein, Moment. Ja, hallo. Ist es vielleicht Thomas, dass er die Angelegenheit im Dings klärt? Im Rathaus?
Weil er fährt ja, oder er muss ja zum Flughafen gefahren werden. Und holt dann anschließend Ellen ab, weil er weiß ja Bescheid, was passiert ist. Also Thomas weiß ja anscheinend Bescheid, was passiert ist mit Ellen. Also Ellen, glaube ich, dass derjenige ist, der vom Hammer, ne, erschlagen worden ist. Von William. Und William ist derjenige, der suspendiert worden ist. Das macht ja logischen Sinn, würde ich jetzt mal behaupten. Thomas ist derjenige, der vielleicht dann die Angelegenheit im Rathaus klärt und nimmt an, dass er einen Vormittag dauert. Das heißt, er bleibt bis zum Vormittag im Rathaus und muss anschließend dann zum Flughafen gefahren werden, weil er Ellen aus dem Krankenhaus abholt. Kommt mittags zurück, um Rose Blumen zu bringen. Rose ist diejenige, die nach London abgerufen wird und reist heute ab. Ist Brian vielleicht derjenige, der... Nee, Rose Blumen bringt? Boah, das ist schwierig. Boah, das ist verdammt schwierig. Jetzt müsste ich mal fündig überlegen, was könnte... Was könnte denn... Also William ist derjenige... Ist derjenige, der... Das müsste der doch sein, oder? Boah, das ist aber... Boah, das ist aber nicht einfach. Leute, das ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Die Frage ist jetzt wirklich, wie... Oder ist Rose schwer? Aber Rose kann ich mir gar nicht vorstellen. Huch, hallo? So. Aber wenn Rose schwer verletzt worden ist... Und Thomas abreist, ne? Er muss zum Flughafen. Ach, warte mal. Thomas muss ja zum Flughafen gefahren werden. Er holt Ellen im Krankenhaus ab. Das heißt, er reist nach London ab. Ne? Weil er Ellen im Krankenhaus abholt. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass Thomas halt nach London reist mit dem Flugzeug, um halt Rose halt... Aber wer bringt denn dann die Blumen? Also William ist der Übeltäter, der geflogen ist, glaube ich. Brian, Katharine und Ellen... Kommt mittags zurück. Thomas muss zum Flughafen gefahren werden. Wer fährt ihn denn zum Flughafen? Ist es Ellen vielleicht? Brian löst die Sache im Rathaus und so? Nee. Boah, das ist nicht einfach. Das ist gar nicht einfach. Also überhaupt nicht. Boah, wer könnte denn... Also kann auch sein, dass Rose, wie gesagt, und halt... Dass halt, dass vielleicht Thomas derjenige ist, weil er eher zum Flughafen muss. Dass derjenige der ist, der halt, derjenige ist, der halt wegfliegen muss, weil er zum Flughafen muss. Rose diejenige, die schwer verletzt worden ist, weil sie bekommt Rosen, logischerweise. Also muss ihr mit ihr ja was passiert sein. So.
Thomas muss zum Flughafen. Er holt Ellen aus dem Krankenhaus ab. Also Ellen hier. Er holt, genau. Er muss zum Krankenhaus abgeholt werden. Klärt die Angelegenheiten im Rathaus und nimmt an, dass es den ganzen Vormittag dauern. Ist es vielleicht Catherine? Und Brian bringt dann, kommt dann zurück und bringt Rose die Blumen? Nee. Oder Moment. Ellen bringt doch Rose die Blumen, oder? Bin ich jetzt... Ellen ist doch hier derjenige, der die... Weil er muss doch aus dem Krankenhaus abgeholt werden. Und kommt mittags zurück, bringt Rose Blumen. Natürlich. Und Brian fährt dann Thomas zum Flughafen? Wow. Jawohl. You solved it. Okay, you be Rose and I'll be Thomas. Right. Yeah. Thomas used to be a mechanic, so I'll be... Wait a minute. I'll be Thomas. Ugh. Thomas hasn't been washing his uniform. Ugh. Oh, juhu. So. Boah, das war ein schwieriges Rätsel. Alter Schwede. Puh. Aber wir haben es gelöst. Sehr schön. So. Wie sehen wir aus? Aha, wir sehen aus wie ein Thomas. So, was haben wir hier? Oh Gott. Wie gut, dass ich das unten rechts so gut lesen kann. Was steht da? Schieber wählen. Was? Steuerung wählen. Anpassen. Also. Und Gerät aktivieren. Was passiert denn jetzt hier? Ach so. Na, das funktioniert nicht. Das ist klar. Nein, oh, bin so schlau. Okay. Das ist schon mal richtig. Was ist, wenn ich den so mache? Was passiert dann? Oh, wir sind schnell, ne? Aber vielleicht funktioniert's ja. Nein, funktioniert nicht. Okay, das dürfte jetzt nicht allzu schwer sein. Machen wir mal so auf 2. Gucken wir mal. Nein, das funktioniert auch nicht. Schade. Das heißt, der... Noch ein schneller? Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die müssen sich ja treffen. Nein, das funktioniert nicht. Das heißt, der zweite... Das heißt, die müssen alle ein bisschen abgeändert werden. Ja, genau so. Jawohl. Ob es solche Maschinen auch in echt gibt? Verklettern, hallo? Natürlich die Lady zuerst, natürlich. Wie sie hochklettert. Patsch, 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 patsch. Oh, warte mal. Juhu. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Folgenpause und sehen uns in einer weiteren Folge wieder bei Adam's Venture. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.